Vor allem, wie die einfach aus allen Richtungen kommen und mir auf die Eier gehen, ey. Na, wenigstens bin ich schon mal ein bisschen weiter in den Norden gegangen. Und hab da schon mal einen Schnellreisepunkt. Hey! Da ist ja einer, für den ich kandidieren kann. Mr. Delight. Ah, schön, Kronkorkenvorrat. Endlich einer mit Herz. Und wir gehen jetzt zusammen in Buschliebe machen. So, was gab's denn jetzt hier? Finde Responsor Vorratslager. Wie findet man jetzt Holz? Angeblich sollst du das wirklich abbauen können, aber witzigerweise hat das bei mir vorher nicht funktioniert mit der Axt. Das Spiel kommt am 17. raus. Gute Nacht, Nobby. War es jetzt nicht der 14.? Oder der 14. Irgendjemand hat 17. gerade geschrieben. Ach, das kann da oben sein. Wo auch immer ich die Fleischeintopfkonserve her habe. Die rettet mich erstmal. Übrigens werden die Fortschritte aus der Beta nicht zurückgesetzt. Habe ich mal gehört von jemandem. Aha, okay. Da ist ja für immer die Premium-Lage da am ersten Checkpoint. Aber nur wenn ich auf dem gleichen Server bin. Ja, die Premium-Checklage, bis irgendwann eine Atombombe da drauf fällt. Das ist das Responderlager. Sie hören WGRF, Rafton Radio. Und ich bin Ihr Moderator,
Aber keine Panik, ich werde es nachher wieder wegmachen. Boah, aber die grafisch ist halt wirklich von kotz die Wand an zu, ja, jetzt ist eigentlich eine ganz schöne Szenerie gerade. Möchte mir jetzt die ganze Zeit weiter zuhören, wie der über das Rathaus redet. Ich schalte mal einfach um im Radio. Ach so, oh, ich dachte, ich bin im Menü. Für gelagert. Automatisch, wenn ich mein Lager verlege. Aber es ist natürlich nicht so. It's magic. Genau das. Bauplatz gefällt mir nicht. Jetzt kannst du auf dem Bauplatz was machen. Ja, so Holz kannst du so nicht hacken. Das musst du wohl wirklich suchen. Ja. Hallo Tiberian Moon. Warst nicht vorhin schon mal da? Warum kommst du denn jetzt mit den Grüßen aus Wien? Oder war es ein anderer Tiberian? Wie viele Tiberian gibt's denn? Gibt Tiberium Sun, Tiberium Konflikt. Ach ja, damals. Ich werde hier schon mal langsam Schluss machen. Was? Die Demo läuft noch ein bisschen. Ja. Richtig. Was soll das? Ich hab nicht Pflicht morgen. Ja und? Ja und? Riechst du das noch so auf? Du hast doch gesagt, dass du die ganze Nacht spielst und dann erst am nächsten Morgen. Genau, hab ich gesagt. Du hast auch gesagt, dass du Divinity 2 fertig machen möchtest. Ja, hab ich gesagt, wenn du Zeit hast, können wir es im Koop durchspielen. Ja, und dann wolltest du mal Spellforce durchspielen. Ich bin da. Ja. Und dann war ich krank. 4 Jahre. Ja, 4 Jahre.
Ja, aber für den Ersteindruck hat es gereicht. Aber ich musste ehrlich gesagt noch drüber schlafen, ob ich es mir hole oder nicht. Nee, musst du sowieso. Es ist halt schon, sag ich mal, für den normalen Ladenpreis ist es halt schon echt teuer. Es sieht erstens gut aus, klar, und es ist wieder das typische Fallout-Feeling. Aber ich habe so das Gefühl, dass dann, wie soll ich sagen, dass im späteren Spiel die gewisse Würze fehlen. Ja, kommt halt drauf an, ne, was du halt machen willst. Eben. Ich meine, normales Fallout, klar, du bist rausgegangen, hast deine Quest gemacht, aber klar, aber wenn du jetzt so diese Quest, die dir einfach zufliegt, ey, da ist ein Event, da muss ich hin. Yo. Also, ich sag mal, du musst ja nichts, also, es gibt ja mit diesen Aufsehern, ist ja eine gewisse... Klar, eine gewisse schon, aber das finde ich, ich finde das ein bisschen zu oberflächlich. Also, da hätte man, denke ich, mehr draus machen können. Ist meine... Ja, wahrscheinlich. Nee, das stimmt schon. Klar, der Bauaspekt ist natürlich auch cool. Ich bin mal gespannt, was die Leute so für Basen aus dem Boden stampfen werden. Ich glaube, für eine Base, du hast ein gewisses Budget, was du bauen darfst in deinem Ding. Das ist halt dann auch ein bisschen schräg, ne? Ja, aber ich denke mal, die Leute werden da bestimmt sehr kreativ. Ich meine, die Welt ist schon groß, also da gibt es schon viel zu erforschen. Die Welt ist riesig, ja. Da ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ups, das habe ich irgendwas wieder rübergelegt, weil ich nicht rüberlegen wollte. Was kostet es denn eigentlich? 50 oder 60 Euro? Ich glaube, das kostet sogar wirklich 60 Euro, ne? Was nimmt denn so viel Gewicht bei mir jetzt weg? Ich habe da gerade den ganzen Schrott rübergezogen. Ach ja, stimmt. Ui. Das Ding wollte ich wegziehen. Unverbindliche Preisempfehlung 60. Auf MMOGA kostet es 40. Ja. Da ist dann noch ein bisschen... Das ist auch eher ein 40-Euro-Spiel als ein 60-Euro-Spiel. Ja, also 40, für 40 kann man sich das sehr gut überlegen. Bei 60 Euro finde ich halt krass. Es ist halt wirklich, ja, wir spielen halt im Koop irgendwie. Und es ist ja eigentlich auch, ist ja schön, dass PvP, beide müssen sich gegenseitig anschießen. Und es ist keinen offenen PvP in dem Sinne, nur durch Events, wenn ich das richtig verstanden habe. An die du dann auch teilnehmen musst aktiv. Aber trotzdem ein bisschen mau dann. Weil du baust halt keine Basis und ihr macht Basenkämpfe oder sonst irgendwas. Ich glaube, die haben so ein bisschen auch versäumt zu gucken, was die Leute, sag ich mal, aus anderen Spielen so gut finden. Wo man halt mit vielen Spielern auf einem Server ist, ne? Ich werde das Game noch mehr suchen als das neue Assassin's Creed. Okay. Aber ich denke, hier wirst du auch nach 100 Stunden dann irgendwann denken, so, langweilig. An sich brauche ich jetzt nichts mehr machen. Solarius immer noch drin? Ja. Für 100 Euro gibt es eine Special Edition. Wo das Spiel, glaube ich, nicht dabei ist. Doch. Das Hauptspiel, dann gibt es Power-Rüstungsanpassungen für jedes Modell. Waffenanpassungen, Maskottchenkopf, ein Uncle Sam Outfit, Fallout Boy Gruß-Emote. Wenn einer,
wenn einer mit einem Raketenwerfer die ganze Gruppe trifft, im Gefecht, denke ich mal, dass alle, die Schaden bekommen, ihn als feindlich haben. Also dementsprechend, wie viel Schaden der wahrscheinlich macht bei denen. Also Level 10 mache ich jetzt noch eben. Bin ich nämlich gleich. Verteidige den Schrottplatz. Hier sind wirklich Ghule. Die heißen auch Ghule. Ja, da liegen ein paar rum. Eingefeuert von Viktor Kahn. Anscheinend kann man gewisse Gebiete übernehmen. Der hat dein Gebiet beansprucht? Nee, hier, diesen Schrottplatz hier. Möchtest du 27 Kronen ausgeben, um diese Werkstatt zu beanspruchen? Dies könnte zu einem PvP-Kampf gegen den Spieler führen, dem sie gehört. Nein. Danke, Chef Gien, für Subscribe. Ich hab vergessen, wo ich meine Basis hingebaut habe. Wird da das Camp angezeigt? Na, ich war fürs Event zu spät hier. Also einfach weiter. Oder ich gehe für die Hudson-Forschung da unten hin. Vasolaris ist jetzt eh mit seinen Camp-Sachen noch beschäftigt. Dann von Flatwoods einfach nach unten reisen, nach Süden. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Ach, das braucht doch keiner. Müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Nein. Oh, jetzt noch nicht die. Ich möchte das wieder auswählen. Enter-Markierung platzieren. Hat ja super funktioniert. Ach, ist auch egal. Jetzt aber. Habe ich mir jetzt in die richtige Richtung gedreht? Ja.
Zodak. Vor allem kannst du ja die Voice-Kommunikation auch ausschalten, deshalb auf der Konsole müssen dich auch die ganzen Kids nicht nerven. Ich bin ja Stufe 10 geworden schon. Wodurch das denn? Skillpaket öffnen. Wie baut meine Tür ein? Es gibt einen Reiter für Tür einbauen. Ah, ein Opossum. Nahrung. Aber die ist die ganze Zeit rot bei mir. Wo muss man wieder draufstellen? Du musst sie in die Tür reinsetzen. Du kannst, wo die Wand ist, kannst du mit den Cursor-Tasten noch wechseln. Zwischen den... Ah, alles klar. Zwischen den Bauelementen. Man muss die Perks fusionieren, um sie zu verbessern, ja. Aber sie haben nur 3 Ränge, also... Warum wollen die Leute hier eigentlich die Aufseher töten? Ach, das mache ich eben mit. War nicht bei Fallout 4 das Radar oben eigentlich? Bam, bam, bam. Eure Waffen sind zu schwach, um mich zu bekämpfen. Wie schön, dass man die ganzen Markierungen, die auseinanderhalten kann. Noch mehr Zahnpasta. Jetzt immer, wenn ich Schraubenschlüssel lese, werde ich an Call of Cthulhu erinnert. Cthulhu. Weil ich da einen Scheiß suchen musste. Boah, ob ihr mir einfach auf die Eier gehen wollt gerade. Thank you.
Stahlschrott braucht kein Mensch. Aber bis jetzt geht es ja sehr human hier zu. Eigentlich bin ich der einzige Spieler hier, der anderen hier nervt. Nee. Da gab's noch einen. Ja. Aber ich ziehe mich jetzt zurück. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, Baratur von Baraturhausen und viel Spaß morgen auf der Arbeit. Ich danke dir, Pascal von Duisburg. Wo wollt ihr mich jetzt verarschen? Dies ist eine automatische Nachricht. Die Weltwache hat festgestellt, dass alle Aufseher ausgeschaltet sind. Gute Arbeit. Responder-Team, begebt euch zum Anlaufzentrum und dort zum Hauptrechner. Ihr müsst die Mr. Farmhand Zielparameter zurücksetzen. Das müsste unsere Leute in diesem Gebiet schützen. Ey, mal auch nicht mehr so lange, weil ich einfach müde bin heute. Ich bin einfach heute müde. Ob ihr euch nicht eigentlich mit den Ghouls prügeln solltet hier? Ich kann schon sagen, was der Fehlerspieler sein wird. Am Anfang mag das zwar sein, dass die Events, die hier noch relativ früh sind, ja, von Leuten gemacht werden, aber später ist ja total interessant. Du wirst ja alle nur noch in gewissen Bereichen haben, was ihrem Level entsprechend ist. Weil die Sachen ja nicht mitleveln hier, die Events. Das ist dasselbe Problem dann, was Warhammer Online hatte damals. Mit den öffentlichen Events. Fehlen dir irgendwann die Leute dafür. Wo musste ich denn nochmal hin hier dann? Guten Abend, JF Hoover. Da jetzt nur so leeres da ist, ist das so, als wenn ich alleine wäre. Oh. Ja, du redest ja mit niemandem. Du hast ja das Angst vor Kontakt. Was soll ich dir denn erzählen? Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Nix. Juhu! Lass mich mal kurz überlegen. Könnte sein. Nichts Wichtiges auf jeden Fall.
Seid ihr das abgeschlossen, habt ihr bekommen, dafür bekommen? Ich glaube, eine Lederbrustplatte. Hat sich also voll nicht gelohnt. Aber Hauptsache, ich hab's einmal. Ah ne, man kriegt Patronen, Leichtbau-Lederrüstung, rechtes Bein. Und ein bisschen XP. Minus 50% Schaden durch Ghule. Das ist sogar nett. Tomahawk, Schaden 100. Reichweite 12. Proof hat endlich mal eine ordentliche Waffe und ich habe sie sogar komplett selbst hergestellt. Mir tun meine Augen weh, weil ich noch nie aus meinen Augen gesehen habe. Und das Stufe 10 XP-Ding geht nicht weg. Wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gemacht. Dieser Dreckswelt. Nein, sag mal K. Na? Will ich meine Basis jetzt noch zu Ende bauen? Wie weit willst du das machen? 4 Etagen. Ein kleines Hochhaus jedenfalls. Ob dieses Schaf auf der Karte irgendwas zu bedeuten hat, dass es da was zu essen gibt? Aua. Was ist denn jetzt passiert? Proof, was hältst du von der neuen Online-Komponente? Welche neue Online-Komponente es gibt? Das ist einfach Fallout 4 mit Multiplayer. Obwohl man die Leute, die hier rumrennen, gar nicht braucht. Außer vielleicht wirklich für diese komischen Raid-Geschichten, aber das muss man sich mal angucken. Ich fand an sich, ich finde leider diese Fallout-Engine immer sehr clumsy. Das ist halt, oder, schwierig halt. Genauso wie bei Skyrim, du exploitest ja eigentlich die Gegner und kämpfst ja gar nicht gegen die. Aber die Leute finden es trotzdem gut, also was soll's. Und ich finde einfach, dass die Lichteffekte wie aus der Hölle sind manchmal. Weitsicht der Hölle. Oder was haben die mit der Brücke da veranstaltet? Ich habe meine Settings auf Ultra stehen. Die Brücke sieht aus, als wenn die, weiß ich nicht, aus dem letzten Jahrtausend kommt. Von der Grafiktechnik. Aber jetzt ist das halt so. Liegt wahrscheinlich am Konsolen-Downgrade. Naja, ich vermute, für die Grafik wird noch ein Patch kommen. Ja.
Für alles, was hier drin ist. An Grafik. RDR 2 ist was anderes, das basiert auch auf einer anderen Engine. Aber was die hier immer basteln mit ihrem Ding, weiß ich nicht, ey. Ach, das ist für Waffen, nicht für Rüstung. Und was ist los, hä? Ach, wir müssen noch mal rausgehen gleich. Da fehlt mir wieder alles, um das Ding zu reparieren. Und du bist bestimmt keine erntbare Mutterbeere, sondern bist eigentlich ein Motorrad. Spielen Konsolen und PC auf dem gleichen Server? Ich glaube, nein. Ich glaube, es ist kein Crossplay. Ohne Kack. Ich glaube wirklich, die finden das. Die sind erstmal froh, wenn es überhaupt multiplayer-technisch läuft. Mit den Servern. Machen wir übrigens total fertig, dass wenn man Luft anhalten drückt, gar kein Geräusch kommt. Irgendwas einmal nur so, damit man weiß, okay, meine Taste hat irgendeinen Effekt. Konsolen sind halt auch praktisch. Haben auch ganz schöne Titel. Ich habe ja letztens wirklich gedacht, PS4 Pro mir nochmal kaufen. Wegen Red Dead 2, aber... keine Moneta. Hab ich dich doch... Hallo? Ich hab dich doch schon gehört gehabt. Ach. Aua! Aha. Ach, cool bei dir? Nee. Ciao. Hast du vielleicht schon gehört? Ich hab nur gehört, wie ein Mädchen geschrien. Und dann ist da Level 15 mit Krone Ghoul und dann ist da nur Kram drin, also an sich Müll. Gutes Insta-Püree. Vorher doch immer zu viel zu trinken, jetzt habe ich einfach zu viel zu essen. Beziehungsweise ich habe Essen, aber kein Trinken mehr.
kann Alkohol saufen. Um meinen Wasserhaushalt herzustellen. In meinem PC ist eine 1080 von Asus drin. Keine TI, die gab es damals noch nicht. Weil es gefragt wurde gerade. Ja, dass du nicht einfach so mal raushaust, was für Komponenten. Vielleicht will ich ja einfach nur mal. Wollte nicht was erzählen, was hier so in meiner Kiste rumrumort. Ist ein Mainboard drüben? Und ein Laufwerk? Ist von außen schwarz. Boah, ist das nicht diskriminierend, dass die meisten PC-Gehäuse schwarz sind? Früher waren sie alle grau. Ne, früher waren sie weiß. Früher waren sie alle in diesem Plastik. Farben. Also das war schon so ein Grauton, wie das NES damals. Ja. Jetzt sind sie schwarz. Das ist auch eher hier Emanzipation der schwarzen Gehäuse. Ja. Black Day. Hund fühlt sich nicht ordentlich behandelt. In meiner Kiste rumort es auch manchmal, ja. Ja, Hund, presst deinen Arsch gegen meinen Arm. Orange Apple-Computer von früher. Na, wie hießen die nochmal? Die Apple Macs? Nee, oder? Hieß das einfach nur, kauf dir einen Apple, wo die noch in dem Röhrenmonitor verbaut waren? Kann sein. Du betrittst ein Eventgebiet. Starte Poseidon neu. Das wird das Kraftwerk sein, was man neu starten kann. Oh, da wird die Merke sich nach dem Schlafanzug umdrehen zweimal. In dem Spiel kann man Atomkraftwerke neu starten. Das ist mehr als Japaner schaffen. Haben wir nicht dieses Spielwoche erst wieder eins ans Netz genommen? Ja, jetzt ist wieder nach und nach schalten die was frei. Also beziehungsweise schalten wieder Atomkraftwerke, weil was willst du machen? Japan ist eine kleine Insel, ey. Also klein vielleicht übertrieben, aber wo willst du da, sag ich mal, hat das Ding einen Kopf? Also entweder ist es gerade durch den Boden gefallen oder ich weiß auch nicht. Wenn ich das treffe, bekommt das, ich glaube, 3% Schaden. Ich glaube, es hat auch keinen Kopf.
Wow! Das muss eine Schwachstelle haben. Upsala. Oh nein, es ist ja hochgekommen. Nee, das lasse ich mal lieber. Weil ich glaube, der fickt mich einfach weg. Das ist nicht das, was wir dann so hatten. Ich habe nicht genug Munition, um ihn zu töten. Hauptsache epische Musik. Auf der Distanz mache ich gar keinen Schaden mehr. Nimm doch mal die Pumpgun. Weißt du, wie nah ich mit der Pumpgun an ihn ran muss? Könnte schon ein bisschen näher werden. 4. In etwa, ja. Überall hörst du Schritte, nirgendwo siehst du was. Und Rüstung wurde von mir zerstört vorhin. Noch ein Prachtstück dieses Haus. Ich kann wieder Sachen nicht aufnehmen. Ein guter Zeitpunkt aufzuhören, also gleich. Du.
Ja, Taste geht noch, nur E geht nicht. Wieder rein. Oder ich mach mal, ich teste mal was. Raustappen und wieder reintappen. Ob dann wieder E funktioniert. Ja, am besten kommt jetzt ein Ghoul um die Ecke und schlägt mich kaputt, wenn ich auf dem Desktop bin. Es schmiert einfach ab, wenn man raustappt. Das ist genau... Ah ne, da. Da, ich bin drin, da! Was? Was? Du bist nicht wir. Du bist nicht wir! Nee, hilft nicht. Ah, geil. Wisst ihr, wie ich das gefixt habe? Einfach einen Gegenstand reinlegen. In eine der Leichen. Dann kann man wieder mit E einsammeln. Boah, was ein Blödsinn, ey. Du bist nicht wir, Solarius. Ich habe mich schlafen gelegt auf meinem Superbett, was aus einer Decke besteht. Ich bin du. Ich kann jetzt nicht alles durchlesen, weil ich hier mitten in der Strahlung rumstehe. Ich habe einen Fremden in meiner Wohnung. Du hast einen Fremden in deiner Wohnung? Ja, Mr. Delight. Suche in Pennys Büro nach Informationen über die Hauptader. Das hier oben. Kann nicht essen. Mag meinen Fleischsack nicht berühren. Endlich Kram. Schädelgesichtsplatte. Man weiß ja nie, wie lange man sein Gesicht noch hat. Wo bist du, Benson? Bitte? Ich hab nur geguckt, wo du bist. Ist das dann auch die ganze Map von dem Spiel? Also kommt da nicht. Du kannst dann mal von links unten nach rechts oben laufen. Dann kannst du gucken, ob das alles ist. Und ja, es ist die ganze Map, die du, sag ich mal, auf der Karte dann siehst. Ist ja nicht besonders groß, oder? Täuscht das jetzt? Es ist halt schon bedeutend größer als Fallout 4 war. Meinst du? Ich glaube viermal größer. Also du und ich sind gerade
mindestens die halbe Strecke der Karte voneinander. Finde eine Möglichkeit, einen Ausweis zu bekommen, um Zugang zu den oberen Stockwerken zu erhalten. Ich habe gerade irgendwo ein Passwort gelesen über 4x4 so groß wie Fallout 4, sagt einer gerade. Verwerte ein Menschenschädel. Drucker reagiert nicht auf Eingabe. Haben Sie ihn denn schon mal aus- und angeschaltet? Hätte sein können, dass sie da eine Karte festhält. Guter Fleischsack. Na, eine Etage drunter ist die Personalabteilung. Da waren wir auch schon mal ganz kurz drin. Und ich bin natürlich durstig, wie immer. Ja, okay. Und dann passiert ja euch wahrscheinlich nicht mehr. So. Jetzt sind schon zwei hier. Die mögen deinen Baustil. Die wollen dich als Architekt engagieren. Okay. Bau unser Haus, Solarius. Mit dem... Wenn du das Ding mit der Tasche ausrüstest, kannst du natürlich weit... Also nicht weiter, beziehungsweise kannst du mehr tragen. Es steht ja dran. Taschen bringen 5 mehr. Willkommen, Bewerber, zum Einstellungssystem von Hornbright Industrial. Bitte geben Sie Ihren Lebenslauf für die Analyse an. Oder legen Sie unsere Prüfung für leitende Angestellte ab und erfahren Sie, ob Sie geeignet sind, Teil des Hornbright-Teams zu werden. Ich habe so gut wie alle Daten der Personalabteilung auf die Archivsysteme unten übertragen, aber bei all den Radiomeldungen glaube ich nicht, dass sie noch länger bleiben kann. Prüfung für leitende Angestellte. Hannibal, hier spricht Daniel Hornwright. Ich gehe mal davon aus, dass Sie den technischen Kundendienst dazu veranlasst haben, den Test für Führungskräfte mit meinen erläuternden Antworten zu aktualisieren. Ich bin diese rückgratlosen Führungskräfte, die Sie mir geschickt haben, langsam leid. Besorgen Sie mir Kandidaten, die es hier aushalten können. Sonst suche ich mir jemand anderen.